Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Panel Talk über Resilienz. Ich sehe schon, es sind schon 25 Personen im Call. Ja, ich denke, es werden noch einige mehr, aber bis dahin kann ich ja mal kurz beginnen, auch so ein bisschen die Plattform zu erklären natürlich und unsere Gäste. Ich bin ja heute nicht allein, zum Glück. Wäre ein bisschen eine langweilige Panel-Diskussion mit mir selbst. Genau. Mal zu Beginn zur Plattform, oder? Dann haben wir das quasi den langweiligen Teil abgeschlossen und dann können wir direkt zu euch gehen und in die Diskussion einsteigen. Ja, alle, die schon mal jetzt eine Session gemacht haben auf Open Up, wissen, denke ich, dass es sehr interaktiv zugeht bei uns. Also ihr seht auch rechts unten den Chat. Da könnt ihr immer mitkommentieren, was reinschreiben, was euch irgendwie am Herzen liegt, gerne auch fragen. Aber es gibt eben auch diesen Fragen-Tab rechts unten. Also wenn jetzt bei euch im Laufe der Session Fragen auftauchen, bitte auch gern da rein posten. Da könnt ihr nämlich auch jetzt Fragen von anderen Leuten upvoten. Und dann sehen wir jetzt zum Beispiel, okay, das interessiert ganz viele Leute. Darauf werden wir dann am Ende noch eingehen. Das wäre super. Ja, und wenn jetzt, weiß nicht, Swantje, Katrin und Patricia was besonders Tolles sagen, was euch echt berührt, könnt ihr auch hier unten auf diese Reactions gehen. Ja, vielleicht auch traurig, ich weiß es nicht. Das sehen wir dann. Könnt ihr auf jeden Fall interagieren. Also bitte nutzt das auch, damit wir sozusagen gemeinsam hier eine Diskussion haben zu diesem Thema. Ja, und dann beginne ich schon mal. Bitte ergänzt mich, oder? Falls ich da was weglassen sollte, was euch noch wichtig ist. Ich darf heute begrüßen eben Swantje Almers. Swantje ist Co-Founderin und CEO von New Work Master Skills und berät dazu eben Unternehmen und Führungskräfte zu dem großen Thema New Work. Und ist natürlich eine der gefragtesten Stimmen jetzt zum Thema HR und Arbeitswelt allgemein. Und dann daneben, zumindest bei mir daneben, ich hoffe, es bei euch auch so ist, Katrin Terwil. Katrin kombiniert ihre Ausbildung als Psychotherapeutin und Wirtschaftspsychologin und berät eben Menschen und Organisationen, stärkt ihnen sozusagen den Rücken. Und Katrins Erfahrung, also Katrin war sehr lange bei Zalando und hat da die Abteilung Gesundheitsmanagement geleitet und ist mittlerweile bei der Telekom und leitet da die Abteilung Diversitätsmanagement. Wobei sie natürlich, muss man dazu sagen, heute bist du in deiner Rolle als Coach und Consultant da. Und ja, wir dürfen dich so quasi bei uns haben. Ja, und dann noch, last but not least, Patricia, meine Kollegin von Open Up. Patricia ist eben Psychologin bei Open Up. Also ihr könnt auch Sessions mit ihr buchen. Das nochmal darauf hinweisen. Genau, und Patricia, du fokussierst dich echt auf das Thema Resilienz und hast natürlich, ja, wie viele bei Open Up, diesen starken Fokus auf positive Psychologie und auch bereits Unternehmen wie Audi gecoacht und beraten zum Thema Projektmanagement und Wohlbefinden. Ja, ich hoffe, so, drei gute Wahnsinns-Lebensläufe gut wiedergegeben. Dann würde ich gerne schon direkt einsteigen. Ich sehe, es kommen immer noch ein paar Leute hinzu. Deshalb, also keine Sorge, ich fülle auch nur diese ersten Minuten. Dann werde ich mich hier so ein bisschen zurücklehnen und euch quasi diese Bühne lassen. Aber ich darf direkt einsteigen. Ich steige immer gern ein mit so einem Zitat und na, wir haben doch Swantje hier und da habe ich mir das Buch natürlich, On the Way to New Work, schon ein bisschen eingelesen am Wochenende. Und ich darf damit mit einem guten Zitat beginnen, nämlich von Sheryl Sandberg und Adam Grant. Bildlich gesehen ist Resilienz weniger unser Rückgrat, als vielmehr unsere Fähigkeit, jene Muskeln zu stärken, die unser Rückgrat aufrechterhalten. Das fand ich sehr schön. Und dazu schon mal eigentlich meine erste Frage. Patricia, vielleicht kannst du das eben gut beantworten. Resilienz ist ja jetzt echt überall irgendwie, überall fast schon als Buzzword in den Medien, oder? Mich würde gerne nochmal interessieren, mich würde endlich interessieren, ja, was ist Resilienz genau und kann man das wirklich stärken? Kann ich jetzt individuell was dazu beitragen, dass ich widerstandsfähiger werde? Ja, also vielen Dank, Anne-Marie. Ja, also die gute Nachricht ist ja, kann man. Also es gibt ja auch in letzter Zeit ganz, ganz viel Forschung dazu. Und ja, die Meinung ist, dass man, ja, dass es jetzt keine feste Persönlichkeitseigenschaft ist, sondern es sind ja dynamische Verhaltensweisen, Denkweisen, die man eben auch ja trainieren kann und erlernen kann. Also es gibt schon auch so ein gewisses, ja, so eine gewisse Grundausrüstung, die man irgendwie mitbekommt, die man vielleicht genetisch hat oder die man irgendwie durch Erfahrungen hat. Aber es gibt eben auch diese resilienzstärkenden Faktoren, die wir eben auch ja trainieren und erlernen können. Und das ist sozusagen schon mal die gute Nachricht vorab, dass wir da auf jeden Fall Spielraum haben. Genau. Und ja, es gibt natürlich ganz unterschiedliche Faktoren, die damit reinspielen.
Du hast es ja selber schon angesprochen, dass es sehr breit ist, ne? Und da könnten wir jetzt allein darüber wahrscheinlich schon ja eine ganze Vortragsreihe machen. Also was zum Beispiel man aber immer wieder feststellt, ist, dass gerade so ein ja positiver Bewertungsstil sehr entscheidend ist. Ja, also das hat man gerade jetzt so vor allem in der ja, Neurowissenschaften immer wieder rausgefunden, dass je nachdem, wie meine innere Haltung ist, meine innere Einstellung gegenüber Herausforderungen, wie ich damit umgehen kann, dass das sehr entscheidend ist, ja, als Beispiel. Aber es können natürlich auch ganz ja, alltägliche Sachen sein, zum Beispiel, dass ich wirklich darauf achte, ja, sind meine Grundbedürfnisse irgendwie erfüllt? Kann ich irgendwie, habe ich genug geschlafen? Habe ich ausreichend gegessen? Habe ich irgendwie mich bewegt? Habe ich Routinen, die mir irgendwie, die mich stärken, sei es jetzt über Achtsamkeit oder Meditation? Genau, aber es ist sehr umfassend und man muss schon auch sagen, also es ist jetzt nicht so diese ja, One-Fits-All-Solution, dass ich sage, okay, wenn jetzt einer dreimal meditiert hat, dann ist gut und dann haben wir alles gestärkt sozusagen, unsere Muskeln, die uns aufrechterhalten an Widerstandskraft. Also so ja, einseitig ist es dann nicht. Weiß nicht, wie die anderen das sehen. Ich würde es kaum wagen, einer Psychologin zu dem Thema zu widersprechen. Aber ich finde, ein Gedanke vielleicht auch ganz schnell, dass das Thema, man kann das lernen. Ich glaube, auch da gibt es unterschiedliche Prädispositionen, wie leicht es einem fällt. Absolut. Und ich finde, also meine Erfahrung ist, dass man manchmal, wenn man so für sich Routinen entdeckt hat, und das geht mir manchmal genauso, dass ich dann immer sage, ja, wenn macht alle jetzt hier jeden Tag Sport, dann geht es euch gut. Ja. Und genauso wie du sagst, ne, es ist kein One-Fits-All. Und je nachdem, in welcher Situation man ist, fällt es einem halt leichter und auch schwerer. Und das ja. Kann bestimmt auch ganz viele können da relaten, dass dann, wenn man es eigentlich am dringendsten braucht, es manchmal am herausforderndsten ist, genau in diese Routinen zu kommen. Ja. Und deshalb auch so wichtig, dass man sich kontinuierlich um das Thema bemüht. Ja, also ich habe das auch, ich erlebe das immer ganz oft auch natürlich bei meinen Klienten und Klientinnen, die kommen dann so mit dem Ding, ja, jetzt hätte ich gern so die eine Lösung, bitte mal die 10 Schritte, damit es danach gut ist. Und genau, da ist es, glaube ich, auch einfach wichtig, ja, sich das bewusst zu machen, ne, dass es sehr individuell ist und manche Sachen fallen dem einen halt eben schon leichter als dem anderen und dass man da wirklich einfach ja für sich individuell das ein bisschen ja auch rausarbeiten muss. Und gerade wie du sagst, weil genau in den Phasen, wo es dann manchmal ja auch schwierig wird, haben wir die Tendenz, die Sachen wegzulassen, die uns eigentlich gut tun. Das ist ja manchmal so ein bisschen ja das Schwierige. Und ja. Ja, und auch der Druck, denke ich, oder? Natürlich ist auch das zu dem Thema vielleicht gar nicht so sehr auf Instagram, aber wenn ich durch LinkedIn jetzt scrolle, dann sehe ich immer täglich bei mir, ja, wenn du um 4 Uhr aufstehst und all deine tollen Routinen machst und so, also dann kann ja eigentlich nicht viel schief gehen und das muss man nur quasi selbst irgendwie, man muss sich da einfach selbst gut organisieren können, dann ist alles prima. Also ich finde auch so ein bisschen diese Toxic Positivity bei dem Thema ganz spannend. Ja, Katrin, wie siehst du das? Ja, da bin ich wahrscheinlich diejenige, die immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, dass so ein bisschen die Motivation fast schon bremsen will, wenn Leute so ne, darüber sprechen, was man alles tun kann. Weil natürlich ist super wichtig, dass wir wissen, was wir für unsere Resilienz tun können. Ich glaube, das, was ihr gerade gesagt habt, im Sinne von rausfinden, was sind eigentlich meine Stressoren und meine Stolperfallen und meine Trigger, ne, und irgendwie da kreative Lösungen finden, ist sicher gut. Und gleichzeitig, glaube ich, müssen wir auch wirklich viel Verständnis mit uns und mit anderen haben, weil viel, was man auch so aus der Resilienzforschung weiß, auch mit der frühen Kindheit zu tun hat. Also zum Beispiel hatte ich Personen, die mir geglaubt haben oder die an mich geglaubt haben und welche sozialen Ressourcen habe ich, welche Beziehungen um mich herum habe ich und so weiter. Und die Bindungsfähigkeit zum Beispiel ist ja auch was ganz früh entsteht. Das heißt, wenn ich jetzt da nicht so viel Glück hatte biografisch, dann ist es eben für mich schwerer als vielleicht für andere und dementsprechend auch super wichtig, dass wir nicht andere Werten im Sinne von du müsstest ja nur das und das oder du ne, öffne dich doch mal deinen Freunden oder so. Und auch als Firma bin ich da, also wenn Firmen so in Resilienz von Einzelpersonen investieren, bin ich auch immer so ein bisschen alarmiert, weil ich denke, naja, es ist ja einerseits schön, dass Personen sich darüber Gedanken machen können, was würde mir helfen, und andererseits muss man sich ja immer auch die Strukturen angucken, die Menschen stressen, ne? Und nicht nur so die eigene Stressfähigkeit oder Stresstoleranz quasi bearbeiten. Und das ist mir deswegen ein Anliegen als Psychotherapeutin, weil ich das Gefühl habe, dass manchmal braucht es auch einfach ein gemeinsames Verständnis von, boah, das ist echt anstrengend oder das ist kaum auszuhalten. Und eben nicht
so und so kommt man da raus. Und manchmal braucht es auch erst einen, das ist kaum auszuhalten, bis ich dann rauskomme. Ne? Also diese ständige, ja, du musst ja einfach nur dies machen oder mach doch einfach das, habe ich das Gefühl, kann zusätzlich krank machen, zusätzlich stressen. Ne? Wenn ich das glaube, ich bin die Einzige, die es nicht hinbekommt mit der Morgenroutine. Deswegen versuche ich immer zu sagen, ja, Beeinflussbarkeit und andererseits, es ist auch echt gerade eine Welt, die für viele nicht gerade nicht gut auszuhalten ist. So. Ich glaube, man muss auch voll aufpassen, dass man das Ganze nicht trivialisiert. Also gerade ihr beide als Psychologinnen und Psychotherapeutinnen wisst ja, wie viel Arbeit da drin steckt, rauszufinden überhaupt erstmal, was ist da los, wie intensiv die Ausbildung ist. Und dann kann man halt nicht sagen, ja, wir holen uns einen Resilienztrainer und der macht dann einfach mal an einem Nachmittag alle topfit für die nächsten 5 Jahre, weil es schlummern teilweise auch andere Sachen darunter. Und ich habe immer Sorge, wenn solche Dinge so in den Lifestyle-Bubble-Fokus geraten, dass es dann irgendwie 10 schnelle Tipps gibt. Und wenn man dann danach noch ein Problem hat, dann ist man ein Loser, weil dann hat man es irgendwie nicht richtig gemacht. Ja, genau, und dann sind sie aus meiner Sicht sogar gefährlich, ne? Wenn Menschen mit einer vielleicht auch einer psychischen Erkrankung und das ist ja eine Punktprävalenz oft von 25% oder so, also wenn man mit einer großen Gruppe arbeitet dann und sagt dann da, Mensch, diese 5 Themen einfach mal machen und dann läuft es schon und am Ende sitzt jemand mit Schamgefühlen und Schuldgefühlen zu Hause und denkt sich, ah ja, ich weiß, ich müsste ja eigentlich nur mal, weiß ich nicht, ja, um den Block gehen und Tageslicht und früh aufstehen und so, was weiß ich, halte ich dann für sogar gefährlich fast, ne? Ja. Muss man schon oder überlegen. Wenn dann die Antwort immer nur ist von den Führungskräften, ja, ihr müsst resilienter werden. Und dann denkst du, nee, müssen wir nicht. Wir müssen vielleicht auch einfach mal unsere Prozesse angucken. Vielleicht ist es auch einfach gerade ganz großer Unsinn, was wir machen. Ja, es wird dann natürlich oft auch irgendwie, also manchmal habe ich auch das Gefühl, dass es dann ja fast ausgelagert wird, ne? Also so schaut jemand auf individueller Ebene, wie ihr das geregelt bekommt, ne? Und wir auf Unternehmensebene müssen nichts machen. Und gerade mit so, also ich habe letztens auch einen Artikel gelesen, da stand irgendwie schon in der Überschrift, wenn Ihnen jemand irgendwie Resilienztraining an einem Nachmittag empfiehlt, dann nehmen Sie Reißaus oder so. Ja, gleichzeitig sind natürlich auch Unternehmen gerade jetzt irgendwie oder unter Druck, dass ja natürlich immer heißt, okay, ja, organisatorische Resilienz, aber dazu trägt eben die individuelle Resilienz der Einzelpersonen bei. Oder das Ganze schafft dann quasi ein resilientes Unternehmen, eine resiliente Organisation. Also Unternehmen da sind da auch wieder ein bisschen im Druck, ja, wir müssen da irgendwas machen, wir müssen natürlich uns irgendwie dafür kümmern, dass die Leute individuell resilienter werden oder auch wie, ja, wie ich jetzt in deinem Buch gelesen habe, natürlich, um dann wieder erfüllt arbeiten zu können oder um da ein bisschen Erfüllung zu finden. Ja, Sonja, mich hätte dann noch interessiert, warum eigentlich? Warum braucht es diese individuelle Resilienz, um dann quasi auch wieder mit Freude und Erfüllung eigentlich zur Sache zu gehen? Da würde ich gerne einen Zwischenschritt einfügen. Wenn mein Leben erfüllt ist und ich einen idealen Arbeitsplatz habe, dann bräuchte ich theoretisch keine Resilienz, weil dann ist ja alles gut. Und wir hoffen, dass es so bleibt. Aber wenn ich sage, ich möchte etwas verändern und New Work, da steckt ja das Begriff oder die Begrifflichkeit New drin, bedeutet, dass wir ja eine Transformation vornehmen von einem Ist-Zustand, der vielleicht nicht optimal ist, zu einem Zustand, der besser ist. Und das bedeutet immer eine Veränderung. Und die typischen Veränderungen, die wir ja auch mit Unternehmen vorantreiben, klingen ja auch erstmal gut. Mehr Eigenverantwortung, flache Hierarchien, andere Rollen, besseres Miteinander, neue Zusammenarbeit und so weiter. Aber all das bedeutet, dass Menschen sich auf was Neues einlassen. Und das heißt auch, was anderes loszulassen. Und psychologisch gesehen ist es immer eine Form von Krise und eine Form, die einen herausfordert. Es gibt auch ganz spannende Studien dazu, die auch zeigen, dass positive Lebensereignisse, wenn zu viele davon auf einmal kommen oder zu nah hintereinander, eben auch die Psyche eines Menschen stark strapazieren. Das heißt, sowas ist anstrengend und wir brauchen eine Art Fähigkeit, damit umzugehen und auch das Gute in den Veränderungen zu sehen und das auch und uns auch davon zu regenerieren, damit wir es nutzen können und gleichzeitig, aber das haben wir hier auch ja schon erwähnt, geht es jetzt nicht darum, komplett die Eigenverantwortung der Menschen nur zu benennen, sondern natürlich dürfen auch Organisationen gucken, wie kann man sowas faktisch gut umsetzen, dass es die Leute eben auch nicht zu hart fordert. Und was ich noch ganz spannend finde in dem Zusammenhang, ist im Kontext Führung, vielleicht kommen wir da auch noch intensiver drauf zu sprechen, dass ist auch eine große Korrelation zwischen der Resilienz von Führungskräften und dem Stresslevel der Mitarbeitenden gibt. Das heißt, auch da
sind Führungskräfte auch besonders gefragt, auch gerade in solchen Veränderungsprozessen nicht als Blitzableiter zu ihrem Team zu fungieren oder den eigenen Stress auf andere abzuladen, weil dann hat es auch noch leider einen multiplikativen Effekt. Mhm. Ja, aber ja, ich frage mich dann, natürlich Veränderungen sind ja für die meisten Menschen nicht, oder wenn ich jetzt von mir persönlich ausgehe, ja, ich finde meistens Veränderungen im ersten Moment nicht so toll. Denke ich mir, oh Gott, muss mich schon wieder was Neues machen. wie kann man da jetzt, ja, das ist vielleicht auch eine Frage für Katrin, natürlich aus deinem aus der Unternehmenssicht heraus oder aus dem Coaching-Aspekt heraus. Wie mache ich das dann als Unternehmen? Wie kann ich die Leute dazu anleiten oder wie kann ich ihnen eigentlich überhaupt helfen, diesen Veränderungsprozess irgendwie besser, ja, da besser durchzukommen? Ich glaube, das kommt sehr darauf an, was es am Ende für ein Veränderungsprozess ist und ob das, also ich glaube, es gibt manchmal Entscheidungen als Unternehmen, die treffe ich und die gehen vielleicht erstmal gegen den Wunsch von Menschen, was weiß ich, ich muss reduzieren und Kündigungen aussprechen zum Beispiel. Oder es gibt irgendwie den Wunsch nach Veränderung zum Beispiel. Also ich würde eher so einen Schritt davor anfangen und sagen, am besten verändert man ja in eine Richtung, die irgendwie aus Daten herleitbar ist, die irgendwie aus einem Wunsch entsteht. Also mache ich zum Beispiel eine sogenannte psychische Gefährdungsbeurteilung. Jetzt, wenn wir beim Thema Gesundheit sind, das ist ohnehin Pflicht ab, ich glaube, einem Mitarbeitenden schon. Das wissen ganz viele nicht, dass das sogar im Gesetz steht, ne? Also allen ist irgendwie klar, ja, okay, Unternehmen müssen brandsicher sein oder sollten keine Stolperfallen im Büro haben. Ne? Und irgendwann wurde das Gesetz ausgeweitet auf psychische Stolperfallen. Und das ist ganz vielen überhaupt nicht klar. Und wenn man das zum Beispiel gut machen würde, dann hätte man ja ein ganz klares auch Rational. Warum tun wir jetzt das und das? Warum arbeiten wir an dem Thema und weniger an diesem? Weil man ja mit einer guten Methodologie sogar herleiten kann, welche sind denn gerade die Sachen, die am meisten belasten. Und das ist ja schon mal so die halbe Miete, dass ich verstehe, warum gerade eine Änderungen stattfinden. Ähnlich aber eigentlich auch, wenn es eine, ich sag mal, eine schlechte Nachricht ist, dass man auch erklärt, warum und dann möglichst transparent und klar und immer Bescheid sagt, wann gibt es das nächste Update, ne? Wann kann ich wieder mit Neuigkeiten rechnen? Und was ich immer schlimm finde, ist, wenn Infos eh schon im Raum sind und Mitarbeitende ganz lange nicht informiert werden und ganz viele Gerüchte sind unterwegs und so, das gibt ja auch keine Sicherheit. Also dann lieber klar als so schwierige Dinge so mauscheln irgendwie. Mhm. Und am Ende, denke ich, ist dann in der Umsetzung auch so was Partizipatives super, ne? Dass man vielleicht sagt, hey, das ist mein Ziel und die Methode können wir gemeinsam besprechen. Ne? Also auch selbst bei einem Abbau kann man ja sagen, das Abbauziel ist so und so viel und dann auch Führungskräfte zum Beispiel mit in die Diskussion nehmen, wie können wir das denn gemeinsam erreichen? Das passiert ja sehr oft, dass Menschen Entscheidungen treffen, die gar nicht operativ mit beteiligt sind, weil sie Sorge haben, dass die operativ Beteiligten zu juniorisch sind für eine bestimmte Unterhaltung. Und da vielleicht immer eher so einen Schritt nochmal weiterzugehen und ein bisschen mehr zu vertrauen und gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten, glaube ich, wäre so mein Haupttake. Sind das auch so Herausforderungen oder sind das auch so Dinge, die du erkennst, Zwanke, in deiner Beratungs- oder Coaching-Tätigkeit? Ja, sehr viel von dem, was Katrin gesagt hat, habe ich natürlich sowohl in gut als auch in schlecht in Veränderungsprozessen gesehen. Und ich glaube, dass einfach auch unterschätzt wird, was manche Maßnahmen für einen Impact für Menschen haben. Also dann wird zum Beispiel entschieden, ja, der muss jetzt Führungsrolle abgeben, das bauen wir jetzt um, da machen wir das Team größer, da machen wir es kleiner, da würfeln wir das neu zusammen. Und dann wird so mit Augenmaß und dicken Daumen drauf geguckt, so nach dem Motto, haben ja hinterher alle noch ihren Job. Und dass das aber für einzelne Menschen ganz viel bedeutet. Und auch gerade, wenn wir uns die letzten 2 Jahre angucken, mit dem Krieg in der Ukraine, mit Corona, das addiert sich ja auch an vielen Stellen. Und das darf man eben auch nicht vergessen. Und da finde ich halt diesen Gedanken zu sagen, wie belastet sind die Leute schon und was können wir denen jetzt noch zumuten, einfach unfassbar wertvoll. Weil es geht ja auch einfach nicht schneller, wenn ich drüber bügel. Ganz im Gegenteil. Ich verliere die Leute, ich strapaziere die Leute, die Burnout Raten gehen ja auch weiter hoch. Das heißt, wie kann ich die Menschen da besser abholen und auch besser integrieren?
Ja, Patricia, das wäre auch noch so eine Frage an dich. Merkst du das oft, wenn Klienten quasi zu dir kommen mit diesen Fragen? Merkst du da oft, dass gewisse Dinge dann nicht beachtet worden sind in der Organisation? Natürlich hörst du das nur jetzt aus der Sicht des jeweiligen, ja, des Klienten, aber merkst du da bestimmte Themen oder Dinge, die dann passieren oder nicht gemacht wurden? Ja, also ganz oft habe ich den Eindruck, es ist wirklich häufig so ein Kommunikationsthema auch, was Katrin gerade schon angesprochen hat. Also ganz oft wird nicht transparent kommuniziert. Man wird eben, die Mitarbeiter werden nicht mit einbezogen. Hat jetzt erst letzte Woche so einen Fall, wo eben wirklich, wo es auch um Kündigungen, Stellenabbau ging und das wurde wirklich auch über 10 Ecken kommuniziert. Es gab keine klare Anweisung, eben keine klare ja, zeitliche Schritte. Es war nicht, finde ich, vorhersehbar. Also das ist ja ganz oft und häufig ist es eben, dass es für die Klienten manchmal auch nur, ja, oder für die Führungskraft nur eine Kleinigkeit ist, aber für den Mitarbeiter ist es eine sehr große Sache, ja. Also wenn das kann teilweise nur ein Gespräch sein oder eine Entscheidung eben in eine andere Richtung, die jemand dann nicht nachvollziehen kann und die für den Einzelnen halt dann schon sehr belastend sein kann, wenn man da irgendwie nicht mit einbezogen ist auch, ne? Und Und ein Faktor von Resilienz ist ja Selbstwirksamkeit. Und wenn ich komplett die Grundlage entziehe, dass ich noch irgendwie in dieser Situation mitgestalten kann, dann habe ich einfach auch schon von Grund auf schwierigere Bedingungen dafür geschaffen, dass man damit umgehen kann. Ja. Ja, Absolut. fällt euch da so ein Beispiel aus eurer eigenen beruflichen Laufbahn ein? Also, wenn ihr das, jetzt reden wir natürlich mehr so im Experten-Ding, wie ihr das seht, aber habt ihr das selbst auch mitgemacht schon beruflich? Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich glaube, die größte Veränderung war tatsächlich, als ich das Gesundheitsmanagement bei Zalando leitete und dann eben die Pandemie startete. Und ich weiß nur, dass wir ganz am Anfang in so einem Krisenstab, da war ich dabei und habe da so ein bisschen die psychischen Aspekte mit vertreten. Und ganz am Anfang haben wir wirklich so Szenarien gehabt für den unwahrscheinlichen Fall, dass wir den ersten Case in Europa haben, für den noch unwahrscheinlicheren Fall, dass wir den ersten Case in Deutschland haben und für den, und so, und ich glaube, aufgehört haben wir bei für den super unwahrscheinlichen Fall, dass wir jemanden bei Zalando haben. Und also ganz am Anfang, ne? Ich meine, klar, das wurde ja irgendwann, Ja, was weiß ich, ich glaube, jetzt nach ein paar Jahren. das war im Januar oder so, ja. Ich weiß, also es war auf jeden Fall relativ früh noch. Und ich weiß noch, dass ich damals schon gesagt habe, und wie stellen wir die psychische Versorgung sicher, so zum Thema Angst und Verunsicherung? Und ich wurde etwas schräg angeguckt von einigen, die das, ne, so eher logistisch betrachtet haben. Und am Ende sollte sich herausstellen, dass das eigentlich mit am entscheidendsten war, ne? Also es gab dann den einen Moment, das war, würde ich sagen, so ein Schlüsselveränderungsmoment für mein Team. Da sagte der Vorstand, okay, und wenn ihr irgendwelche Fragen zu diesem Virus habt oder wie wir damit umgehen, dann schreibt eine E-Mail an health@zalando.de. So, da saßen wir dahinter. Und man freut sich, also als Team wünscht man sich ja manchmal, dass man irgendwie so ne, mal so auf so einer Bühne genannt wird. Ja. Da war das der Moment. Und ich glaube, was dann aber wirklich auch den Mitarbeitenden geholfen hat, es kamen so unfassbar viele Fragen zu so unfassbar vielen Themen. Also so von, darf ich die Kekse mitbringen ins Büro, die italienische Mutter meines Mitbewohners mitgebracht hat, oder mein Mann ist von Wanne-Eickel nach Herne gefahren und der RE so und so fuhr durch das Sperrgebiet, darf ich trotzdem ins Büro kommen, darf ich das Paket öffnen, bis zu den großen Sachen, ne? Irgendwie müssen wir den Dreh absagen, weil der Schauspieler und so weiter und so fort. Und dann saßen wir oft zusammen, haben uns in die Augen geguckt und versucht, eine so gut wie möglich Antwort zu geben und ne, irgendwie und uns, um einfach so ein bisschen Sicherheit zu geben. Also so einigermaßen klare Aussagen, ohne jetzt da hellseherisch unterwegs zu sein, aber so eine Guidance zu geben, das war super hilfreich, überhaupt da zu sein, ansprechbar zu sein. Und dann eben auch ganz viel proaktiv kommuniziert, ne? Also so Updates geschrieben, wir haben Leute miteinander vernetzt, die irgendwie nicht gut Deutsch konnten, dass wenn sie dann irgendwie zum Arzt müssen, also ganz viel auch auf Englisch kommuniziert, weil es gerade für die internationalen Mitarbeitenden, ne, gab es ja nicht viele Informationen auf Englisch. Und also eher überkommuniziert in dem Fall von Unsicherheit, würde ich sagen, war so das, was geholfen hat am Ende, ja. Und uns als Team, also ich meine, wir haben unfassbar viel gearbeitet zu der Zeit, aber haben versucht uns, also es hat uns auch wahnsinnig zusammengeschweißt, und wir haben dann irgendwie echt immer überlegt, was können wir tun, so nur für uns. Und eine ganze Zeit lang, ich habe hier so ein schönes Foto hängen mit ganz vielen Kostümen, wir haben uns jeden Mittwoch verkleidet, Dress Up Wednesday, und dann immer zum Team-Meeting haben wir uns zu einem bestimmten Motto eingewählt. Und so, ja, so Kleinigkeiten halt, ne, die dann nur für uns waren und irgendwie lustig waren und die irgendwie so zusammengeschweißt haben. Und ich glaube, das waren am Ende dann so die Sachen, die uns geholfen haben, während den anderen, glaube ich, eher geholfen hat, dass wir wirklich
da waren für Fragen, auch wenn die absurd waren. Ne? Wir haben selten geantwortet, absurde Frage. Ja, und bei euch? Sie dann noch so ein, fällt euch was ein aus eurem privaten, beruflichen Umfeld? Ach, privat? Nein. Ja. Bitte. Da fällt mir einiges ein. Nein, aber beruflich, glaube ich, hab ich auch drüber nachgedacht, während Katrin erzählt hat, was bei mir immer etwas anders, weil ich bin in einem Startup sozialisiert worden. Das heißt, Veränderungen waren normal. Das ist quasi, wenn man es nicht anders kennt, merkt man gar nicht, wie stark man sich daran gewöhnt. Natürlich ist es auch anstrengend, aber es ist eben nicht mehr diese eine große Veränderung, sondern jeden Tag viele kleine. Und danach habe ich in einem Konzernunternehmen gearbeitet und da herrschte ja annähernd Stillstand. Und das war vielleicht für mich dann die super herausfordernde Veränderung, weil ich mit dem Umfeld überhaupt nicht klargekommen bin und auch das erste Mal festgestellt habe, dass ein Burnout wirklich kein Luxusproblem ist. Und dann habe ich ja auch relativ schnell gekündigt und mich danach selbstständig gemacht. Und dann kam ich wieder in diesen Veränderungsmodus. Insofern darf ich in meinem Job auch immer ganz viel selbst steuern. Wie viel Veränderung ist gut? Wie viel lasse ich zu? Welche Projekte mache ich, welche nicht? Und meine Erfahrungen mit größeren Veränderungen in Organisationen speisen sich halt eher daraus, dass ich, naja, in der Regel Urheberin mit von so etwas bin und immer sehr darauf achte, dass wir das auch vernünftig machen, weiß aber auch, dass gerade bei vielen Beratungen, die an die Grenzen kommen, weil halt am Anfang heißt es immer, ja, wir müssen die Menschen abholen und natürlich ist das alles wichtig und so weiter. Und irgendwann kommen dann die Budgets, dann wird die Beratung runtergehandelt, dann werden die Tage gekürzt, dann wird der Zeitplan noch ein bisschen enger gestaltet und dann fällt nämlich genau sowas durchs Raster. Und das ist genau die Art von Projekten, weshalb Michael und ich vor 3 Jahren auch unsere eigene Firma gegründet haben, um zu sagen, sowas wollen wir nicht mehr machen. Ja, ja, lustig, dass du das beschreibst. Bei mir war es genau andersrum, nämlich ich war zuerst in einer größeren Corporate und habe dann in den Scale-Up-Bereich gewechselt. Und die ersten paar Wochen dachte ich mir, was, ich muss das jetzt, also heute muss ich das machen? Also bei mir war es genau andersrum, eher der Schock von, ach so, das ist schon immer jetzt und gleich. Muss ich mich erst wieder so an dieses Tempo wieder angewöhnen. Also es war für mich mehr so der Veränderungsschock. Ja. Ich sehe gerade auch einen Kommentar von Andreas. Er schreibt, dass die psychischen Belastungen im Unternehmen in der Covid-Zeit zurückgegangen sind eher, sondern so die Konflikte sind zurückgegangen. Patricia, ist das was du so wiedererkennst auch? Also hast du da beides gesehen? Oder? Ja, ich glaube, es kommt so ein bisschen, also ich hatte immer das Gefühl, es kam ein bisschen drauf an, in welchem Zustand man davor vielleicht schon war. Ja, also ich hatte ganz viele, also ich muss sagen, ich habe in der Covid-Zeit eher im sozialen Bereich gearbeitet und habe da gesehen, dass Leute, die eben davor schon etwas angeschlagen waren, da hat Covid das sozusagen, ja, die hat die irgendwie über die, den letzten Schritt noch verpasst und über die letzte Kante geschubst. Also das war jetzt so mein Eindruck, die Leute, die vielleicht vorher schon stabil waren oder ja, da hat sich das vielleicht gar nicht so stark dann ausgewirkt. Genau, muss aber dazu sagen, ich habe jetzt Covid eben in dem sozialen Arbeitsbereich erlebt und jetzt nicht im Unternehmen. Also zu Beginn war ich auch noch selber in einem Unternehmen und wir haben auch ähnlich, also ich hatte zu Beginn auch gesagt, ach ja, den Bildschirm brauchst du nicht einpacken, den wir sind nächste Woche wieder im Büro, ja. Genau. Aber da, ja, weiß jetzt nicht, wie Katrin das vielleicht sieht, die ihr dann im Unternehmen vielleicht auch war zu der Zeit. Ja, würde mich interessieren, was da für Zahlen zugrunde liegen. Also was zurückgegangen ist, war generell das Thema Krankschreibungen. Der Krankenstand generell war niedriger, aber insgesamt über die letzten Jahre meines Wissens nach hat das Thema psychische Erkrankung eher weiter zugenommen und Menschen, die sagen, ich fühle mich extrem überlastet. Deswegen wäre das immer spannend, worüber spricht man genau. Also es haben sicherlich, ich meine, so Streitereien oder Diskriminierungen oder so im Büro, ne? Also ich habe damals auch das Antidiskriminierungsbüro geleitet und die Art der Fälle verändern sich zum Beispiel dann schon, ne? Dann hat man nicht mehr so, weiß ich nicht, Sachen, die vielleicht früh auf einer Party passiert wären und dafür aber andere Sachen, die
manchmal fast schwieriger nachzuweisen sind oder zu sagen, was denn jetzt eigentlich das Problem ist. Zum Beispiel, wenn wir jetzt alle virtuell zusammenarbeiten, dann kann das ja noch viel mehr Wucht haben, wenn ich irgendwo mal so nicht eingeladen bin. Weil dann bin ich einfach nicht, also habe ich gar nichts mitbekommen. Ne? Wenn ich irgendwie beim richtigen Meeting nicht dabei bin oder eine E-Mail nicht bekommen habe, so man kriegt ja auch dann nichts über den Flurfunk mit, ne? Oder sie, also so hört irgendwas, sondern ne, in der Zeit war es eben ganz, weil eine zentrale Frage, wen informiere ich aktiv? Und da gab es schon auch dann das Gefühl, ich bin diskriminiert worden, weil ich nicht einbezogen wurde. Und lag das jetzt ne, an einer demografischen Variable oder woran auch immer, oder ne, habe ich eine schlechte Führungskraft? Aber es gab schon, also die Belastungen haben sich so ein bisschen verändert. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass sie zurückgegangen sind, aus meinem Gefühl. Im Gegenteil, es kam ja dann noch zusätzlich zu den Arbeitsbelastungen das Private zu Hause, ne, dass die, ich sag mal, die Singles, die Leute, die eigentlich gar nicht aus Deutschland kamen, die nicht nach Hause konnten, Leute, die Menschen verloren haben oder selber super krank waren, dann die Familien zu Hause. Also ich hatte das Gefühl, da kamen super viel private Belastungen ja nach oben drauf zu durchaus auch großer beruflicher Belastung. Ich kann so beides nachvollziehen. Ich fand so die ersten 3 Wochen, die fand ich fast nach dem ersten Schock fast angenehm, weil dann war so einmal, als ob hätte einer eine große Pausetaste gedrückt. Und ich hatte vor Corona locker 200 Reisetage im Jahr, also wirklich locker. Und dann habe ich so gedacht, krass, man kann auch einfach zu Hause bleiben, das ist ja auch ganz schön. Und alle waren so, pass auf dich auf. Und dann ist ganz Hamburg ist immer um die Alster gelaufen und so. Aber dann denke ich halt danach an die wirklich Tage, wo man 10 Stunden in irgendwelchen Videokonferenzen saß. Es hat sich Gott sei Dank auch wieder etwas normalisiert. Aber das war echt Wahnsinn. Dann bin ich nach Hause. Also ich habe hier ein eigenes Büro, deshalb war ich fast immer im Büro, weil ich da eh keine Menschen sehe. Aber ich bin dann abends nach Hause und da komplett leer gelutscht. Und ich glaube, der Umgang mit auch Remote Work, beziehungsweise in dem Fall ja wirklich Home, ist halt auch für viele Leute super anstrengend gewesen, wenn der Arbeitsplatz neben dem eigenen Bett stattfindet. Ja, kann ich auch nur so beipflichten. Das war oft echt mühsam. Ja, Andreas schreibt auch, genau, die Vermutung ist, dass es auch zusammenhängt mit dem Resilienzangebot, das diese Organisation in dem Fall schon seit 2013 hatte. Würde natürlich auch wieder so ein bisschen das, Patrizia, was du meintest vorher, denjenigen, die irgendwie schon, denen es schon schlecht ging, wurden dann so ein bisschen durch Covid so noch drüber geschubst. Und diejenigen, die schon vor, ja, quasi mehr getan haben oder es ihnen besser ging, kam man da ein bisschen besser durch zumindest. Ja, ich würde gerne nochmal auf das Thema auch ja, Veränderungsprozesse nochmal zurückgehen. Da haben wir natürlich jetzt viele Worst Practices auch schon besprochen und Covid sowieso ganz, ganz eigenes Thema. Aber eigentlich würde mich auch interessieren, ja, welche Best Practices gibt es denn? Oder ist vielleicht eine Frage für alle oder ja, für Swantje, weil du ja wirklich viele Organisationen berätst. Sind ja in Erinnerung echt jetzt Organisationen, die ganz tolle Dinge umgesetzt haben, wo du sagst, das ist echt ein Best Practice, da kann sich jeder eine Scheibe davon abschneiden? Ich glaube, Best Practice ist an der Stelle immer gesunder Menschenverstand und sich wirklich tief mit der Kultur des Unternehmens und den Menschen befassen. Das heißt, sich für ein Veränderungsprojekt eher Zeit nehmen und es so, wie Katrin das vorhin ja auch schon gesagt hat, mit den Menschen gestalten. Das mag auf einige irgendwie super aufwendig wirken und nach dem Motto, ja, aber wir wissen ja, was wir machen wollen, dann können wir das ja jetzt auch schon machen. Aber das ist ja auch die ganze Verarbeitungszeit, das ist die Buy-in-Zeit, das ist wirklich die Umsetzung. Und das waren immer die Projekte, die am besten funktioniert haben, wenn man den Raum hatte und nicht mit überambitionierten Zielen rangegangen ist und das Ganze einfach ein Top-Down-Prozess war, der im Grunde nur durchgedrückt wurde, weil das wäre für mich dann schon wieder ein Worst Practice. Also nachhaltig arbeiten und vor allen Dingen auch nicht alle Menschen in eine Schublade stecken wollen am Ende der Veränderung, weil Menschen sind halt unterschiedlich und ich würde immer schauen, dass jeder Veränderungsprozess unterschiedliche Angebote beinhaltet für das Ausmaß, wie viel Veränderung verkraftet man gerade, weil da sind halt, ist halt jeder unterschiedlich, hat jeder unterschiedliche Voraussetzungen, steht an einem anderen Punkt und ich finde es immer schön zu sagen, es gibt ein Angebot für die, die das treiben wollen und die Lust auf viel Veränderung haben und auch die Energie, aber wir wissen auch, was wir denen anbieten, für die das alles gerade ein bisschen viel ist und wo wir da auch wieder Sicherheit schaffen können. Und Best Practices hatten wir auch schon rund um Kommunikation und solche Themen, aber
dahinter steht für mich immer die Haltung, wie ernst meine ich das, weil ich auch schon Projekte gesehen habe, ja, da wurde super viel kommuniziert, aber nur in eine Richtung und nicht mehr zurück. Und insofern, glaube ich, ist die Haltung, auch wenn das so abgedroschen klingt, und der Raum dafür ein riesengroßes Best Practice und wirklich gucken, was passt zu den Leuten. Und vielleicht Ergänzung, wie viel Veränderung brauchen wir wirklich? Weil auch da, ne, kommt ein neuer CEO, will erstmal beweisen, was man alles verändern kann. Das ist vielleicht auch nicht die perfekte Basis. Ja, und jetzt stecke ich, also angenommen, dann stecke ich schon in diesem Veränderungsprozess und ich als Mensch oder ich als Mitarbeiter merke dann, okay, mir geht es damit gar nicht gut. Aber oft gibt es ja, man hat ja oft keine Wahl. Gibt es da Dinge, Patricia, die man irgendwie, ja, die man machen kann, wenn ich da jetzt echt Probleme damit habe? Natürlich haben wir schon davon gesprochen, was man machen kann langfristig, um so generell ein bisschen die Resilienz zu stärken. Aber was kann ich machen, so wenn ich drinstecke und wenn ich schon merke, Also ich glaube, ein ganz wichtiger Schritt ist da zu Beginn auch einfach nochmal anzuerkennen, dass Veränderung immer existiert, ja? Und dass Veränderung auch was ist, was wir nicht gerne mögen. Ja, das geht jedem so. Also unser Gehirn ist einfach darauf ausgelegt, wir fühlen uns wohl mit Routinen und Gewohnheiten, da haben wir irgendwie Sicherheit und Komfort. Und wenn Veränderung kommt, bedeutet das, dass wir ja mehr Informationen, mehr Reize integrieren müssen, wir müssen mehr Entscheidungen treffen und das ist anstrengend für uns, ne? Und das muss man jetzt nicht irgendwie, darf man nicht so als Schwäche dann abtun, ne, oder sich dann dafür vielleicht auch noch irgendwie abwerten oder da selber so ganz streng mit sich sein, dass man da jetzt Schwierigkeiten hat bei dem Veränderungsprozess, sondern da finde ich, ist der erste Schritt einfach mal anzuerkennen, okay, das ist jetzt auch gerade eine herausfordernde Situation und hui, da muss ich mal durchschnaufen jetzt erstmal. Ja? Und also ich habe zumindest den Eindruck, manchmal ist das so der erste Schritt, das nimmt erstmal schon mal so ein bisschen Druck weg von den Leuten. Zumindest im Gespräch habe ich immer den Eindruck. Und dann auch so ein bisschen eine Akzeptanz für gewisse Dinge, die ich eben nicht beeinflussen kann. Und dann auch wieder, wie Svante ja schon gesagt hat, die Selbstwirksamkeit bei den Dingen bleiben, die ich eben ja noch kontrollieren kann, wo ich selber Schritte in eine bestimmte Richtung machen kann. Ja, also mich wirklich auch da auf meine Stärken besinnen oder vielleicht eben mit Beispielen arbeiten. Hey, wie habe ich vielleicht in der Vergangenheit schon Herausforderungen bewältigt? Was hat mir dabei geholfen? Was waren Mechanismen oder Stärken, die ich da einsetzen konnte, die ich jetzt vielleicht wieder verwenden kann? Ne? Oder auch der Austausch vielleicht mit anderen, vielleicht irgendwie ein fachlicher Austausch mit einem Mentor oder auch mal, was weiß ich, eine psychologische Beratung oder auch einfach nur emotionaler Support vielleicht von der Familie, von Freunden. Das kann da auf jeden Fall helfen. Und und manchmal habe ich auch, Entschuldige, ja? Darf ich? Ich wollte dir gar nicht ins Wort fallen, aber ich finde so einen Begriff, den ich gelernt habe, total wertvoll, nämlich das Thema alternative Selbstwertquellen. Weil ich nämlich immer festgestellt habe, wenn es bei mir mal beruflich eng wird und auch wenn ich das gerade so locker gesagt habe, so ja, bei mir war Veränderung an der Tagesordnung, bin ich ein emotionaler Mensch und kann mich auch doll in Sachen reinsteigern. Und je mehr ich eigentlich nur noch so auf den Job gucke und eben nicht zum Beispiel Selbstwert aufbaue, weil ich gerade, keine Ahnung, mein 10 Minuten am Tag Sportprogramm mache oder weil ich Freunde sehe oder weil ich irgendwas, ein Hobby aufgebaut habe und es irgendwie cool finde, was ich handwerklich mache oder meinen Balkon am Wochenende schick gemacht habe oder was auch immer, umso enger, umso empfindlicher werden wir und umso schneller kann es halt dann eine Veränderung in unseren Grundfesten erschüttern. Und deshalb finde ich so dieses alternative Selbstwertquellen so einen schönen Begriff, weil es ja auch ganz oft die High-PerformerInnen trifft, die dann quasi nur noch den Job haben. Und das ist auch was während Corona natürlich krass geworden ist, weil während Corona ist ja ganz viel von dem, was einen vielleicht stützt, außerhalb des Jobs auch weggeschnitten worden. Und da habe ich zum Beispiel auch bei mir gemerkt, ich musste mir das richtig bewusst zurückholen, weil ich mich so an den Zustand gewöhnt habe, dass es eine Zeit lang einfach im Grunde nur den Job gab, weil ich dachte, ja, dann kann ich auch arbeiten, weil ich verpasse ja eh nichts. Und das finde ich halt auch einen sehr spannenden Aspekt. Ja, absolut. Ja, da passt eigentlich die Frage von Yannick gut dazu. Die möchte ich jetzt an der Stelle vielleicht schon mal aufnehmen. Weil Yannick hat vorher schon eine Zeit vorher gefragt, Selbstwirksamkeit als Resilienzfaktor, ob es dann quasi eine Gefahr gibt, wenn ich viele dieser Belastungen, wenn ich berufliche Herausforderungen jetzt abbaue, dann habe ich ja natürlich auch nicht mehr dieses Erfolgserlebnis, juhu, ich habe das gemeistert. Und sozusagen mindere ich dann meine eigene Selbstwirksamkeit.
Wie würdest du das sehen, Katrin? Oder ist vielleicht auch eine Frage für euch alle? Oder soll ich dann nach alternativen Quellen suchen oder ja? Also ich sehe die Frage gerade nicht, weiß nicht genau, wo sie. Lies im Chat weiter oben, genau. Ich muss dir auch noch mal durchlesen. Das ist schon mal eine gute Frage, Janik, wenn wir alle überlegen müssen. Ja, ich sehe immer entweder nur euch oder den Chat. Okay, keine Diversität. Genau, gibt es beim Abbau von psychischen Belastungen auch die Gefahr, notwendige berufliche Herausforderungen abzubauen? Und gemeisterte Herausforderungen sind ja schließlich eine wichtige Einflussquelle für den Aufbau der Selbstwirksamkeit. Also das, ich verstehe ich so im Sinne von, wenn man alles nur noch leicht macht, quasi, ne? Genau. Oder versucht alles wirklich, so würde ich es auch verstehen, natürlich, wenn ich jetzt Also alles. wenn man jetzt alles gerade sozusagen weich kochen würde und gar keine Herausforderungen mehr, keine Veränderungen mehr und so weiter. Und ja, das stimmt. Also manchmal ist es ja auch der Moment, also gibt es so belastende Momente, die wir dann schaffen und auf die wir dann nachher super lange stolz sind, ne? Weil, also ihr könnt euch vielleicht vorstellen, ich war damals der neue Führungskraft, also oder jung und neu, und dann plötzlich für sowas mit Krisenstab und so ein Thema verantwortlich zu sein, da gab es auf jeden Fall Phasen, wo ich belastet war und gleichzeitig, ne, wenn ich dran zurückdenke, ich musste eben auch eher grinsen, weil es am Ende, ne, irgendwie das gemeinsam geschafft zu haben, jetzt doch auch als, also wirklich als eine der Highlights eigentlich meiner beruflichen Laufbahn wahrnehme. Also deswegen stimmt es schon ein Stück weit klar. Und ich glaube auch, dass das eine der größten, ja, wie soll ich sagen, größten Zwickmühlen jetzt der nächsten Jahre wird oder schon ist, habe ich das Gefühl, dass in der Pandemie also gute Arbeitgeber, habe ich das Gefühl, eher geguckt haben, was können wir tun für das Wohl von Mitarbeitenden und eher so ein bisschen auch Ausnahmen gemacht haben, Extrawürste und so weiter und man, ne, sich da so Sachen etabliert haben und jetzt ganz viele sich fragen, aber wie kommen wir auch wieder zurück zu Performance und einer auch internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Das ist auch ganz interessant, wenn man mit internationalen Führungskräften arbeitet, die sind ja alle fix und fertig, wenn sie das deutsche Arbeitsrecht verstehen, dass sie, ne, Leute quasi nicht loswerden können. Das ist ja aus so einer Gesundheitssicht natürlich ganz schön, dass wir da so viel Schutz haben, aber aus so einer wirtschaftlichen Sicht ist das schon auch krass, ne? Zusammen mit den Mitbestimmungsrechten und so weiter und so fort. Also die Unternehmen bewegt schon auch dieses. Wie können wir jetzt wieder eine Performance-Culture aufbauen? Ne? Oder manchmal frage ich mich, ist da nur das Gefühl, dass die gar nicht da war, die Performance-Culture? Aber das ist auf jeden Fall gerade was ich weiß, dass es mehrere Vorstände eben auch bewegt als Thema. Dass sie das Gefühl haben, das Pendel ging so ein bisschen in die Richtung, genauso wie ne? Back to the Office. Jetzt müssen wir hier mal wieder ein bisschen strenger sein. So. Und dieses Gleiche geht, glaube ich, mit dem Performance-Thema 4 Tage Woche. Deswegen ist das auch so hitzig diskutiert, habe ich den Eindruck. Ja. Das wird interessant. Und wenn wir dann noch eine Arbeitszeiterfassung haben, eine verpflichtende, dann ist ja wirklich die Frage, welche Firmen lassen sich dann in Deutschland nieder, ne? Internationale. Ja. Und das Ich heißt bin nicht, da dass ich. voll. Ich Ja. bin da voll zwiegespalten zu dem, was du sagst, weil ich genau die Frage mir stelle, ist es wirklich so, dass wir weniger, dass wir weg sind von der Performance Culture oder ist es so, dass das alte Mindset einfach überdauert hat im Sinne von, ja, okay, jetzt akzeptieren wir, dass die Leute irgendwie remote arbeiten, aber wir glauben eigentlich nicht wirklich dran, wir ziehen auch nicht mit Führungskompetenzen hinterher, weil wir auf den Moment warten, alle zurückzuholen, weil das unser Bild von Leistungsfähigkeit ist, weil ich habe halt auch schon im Büro abgehangen und nicht performt, und brauche dafür, also ist für mich die Location gar nicht unbedingt der Antrieb. Ich glaube auch, dass jeder halt unterschiedlich, auch Ja, 4 Tage Woche, ich habe tatsächlich, ich tue mich so schwer mit einer Meinung dazu, weil ich glaube, wenn die 4 Tage einfach scheiße sind, weil alles andere nicht stimmt, dann ist zwar schöner als 5 Tage an so einem Ort zu sein, ändert aber nicht das Kernproblem. Dann guckt man auf den Fachkräftemangel und ja, da habe ich halt auch so das Gefühl von, dass wird es wirklich in der Fläche einen Sinn haben. Aber ich glaube, auch da lerne ich, man muss es halt ausprobieren und ja, gucken. Aber es sind ja trotzdem alles Gedanken, die ich finde, schon auch in die richtige Richtung gehen, mal ins Ausprobieren zu kommen. Ja, geht mir übrigens ganz ähnlich. Also das war jetzt sozusagen eher fast ein Zitieren, ne, dass ich weiß, dass das viele
viele bewegt und ich eher auch glaube, man muss jetzt irgendwie neue Wege finden, Performance zu definieren oder Führung, also dass man nicht mehr mit den alten Mitteln führen kann. Ne? Viele, die jetzt in Vorständen sind, haben ja Erfolge, also erfolgreiches Führen. Oh, Katrin? Verloren. Ah ja, jetzt hängt sie kurz. Ja, mal gucken, es vielleicht ein paar... Aber sie ist gut eingefroren, finde ich. Ja, genau. Gibt ja immer die super awkward Momente. Ich habe immer ein Auge auf und eins zu. Ja. Na gut, dann warten wir mal, bis Katrin da... Ich würde mal zum anderen Thema übergehen, bis Katrin wieder bei uns ist. Mal gucken. Oder nein, siehst du? Jetzt fällt mir gerade ein, da war noch eine Frage. Ich glaube, unser Problem ist, dass einfach die, genau, in den deutschen Panels sind die Fragen immer zu lange für die Fragefunktion. Das ist auch interessant. aber das ist vielleicht, da überbrücken wir das doch mal, während Katrin da frozen ist. Das ist nämlich eher eine Frage von Birgit an Svante. Genau, Svante, du kannst da auch, glaube ich, hochgehen in den... ja, ich gucke mir das gerade an, genau. Genau. Ich lese mal kurz vor für alle auch. Aus deiner Erfahrung kommen Unternehmen auf dich zu, die bereits das Verständnis des Veränderungsprozesses haben, so langfristig, nachhaltig, individuell, und dazu bereit sind, oder musst du öfter Überzeugungsarbeit leisten? Oh, jetzt ist Katrin weg. Nee, eigentlich hat Birgit schon recht. Die haben ja meistens eine Intention. Aber es ist ganz oft so, oder zumindest eine Zeit lang so gewesen, dass ich oft nachjustieren muss, beziehungsweise wir, weil die wollen dann irgendwas mit New Work machen. Und dann denke ich mir so, ja, okay, irgendwas mit New Work, das hätten wir schnell erledigt. Aber so dieses tiefe Eintauchen, sich wirklich verändern zu wollen, ist dann ein Thema gewesen. Vielleicht bin ich besser darin zu filtern mittlerweile, weil ich sowas in der Regel kaum noch aktiv beantworten würde oder betreuen würde. Aber so diese Fassadenmalerei im Sinne von, ja, wir wollen das als Employer-Branding-Maßnahme, die erlebe ich schon oft. Und in dem Sinne ist es natürlich eine Art, oder wäre es eine Art Überzeugungsarbeit zu erklären, dass das Thema dahinter aber viel größer ist und man wirklich viel umstrukturieren muss. Nur ich habe auch gemerkt, dass das einfach eine sehr undankbare Arbeit ist. Und da jeder von uns begrenzte Kapazitäten hat, schaue ich eher, dass ich mit Leuten arbeiten kann, die auch wirklich wollen und nichts für ihren Katalog brauchen. Okay, also hast du noch beides. Leute, die sagen, ha, New Work, habe ich jetzt ein paar Mal gehört. Svante, bitte. Mach doch ja, was. Vielleicht ist aber auch der Hype jetzt so rum. Ich habe auch letztens gesagt, ich habe das Gefühl, aus dem Aufwind, den wir vielleicht eine Zeit lang mit dem Thema hatten, ist jetzt teilweise auch schon Gegenwind geworden, weil es halt oft auch falsch interpretiert wird. So, Katrin ist wieder bei uns. Hey. Komplett rausgeschmissen und ich konnte es alles wieder anmachen. Ganz interessant. Oh irgendwie. Yeah, das Internet. Und angeblich liegt es an meiner Internetverbindung, was aber ja nicht sein kann, weil sonst könnte ich nicht auf dieses WLAN, was ja die nicht anwenden. Also gut, ja. Ich mache es gleich einfach nochmal neu wieder an und hoffe, dass das klappt. Aber genau. Klar, wir haben. Ihr habt es bestimmt auch gut auffangen können. Ja, wir haben in der Zwischenzeit eine Frage für Svante beantwortet. Also von daher, genau, mal gut überbrückt. Möchtest du es noch zu Ende führen, deinen Gedankengang? Oder ist das jetzt bin ich denn stehen geblieben? Ich war. Also genau, nee, alles gut. Also wenn da noch weitere Fragen sind, können wir auch gerne einfach noch eine andere Frage nehmen und genau, ja, alles gut. Ja, dann machen wir in dem Punkt weiter. Genau, wir sind ja auch da stehen geblieben, oder beziehungsweise, das meintest du ja, Katrin, zuvor, dass du natürlich auch dann plötzlich, oder du warst plötzlich in diesem Krisenstab und du hast plötzlich, musstest du da quasi, oder hast ja gefragt, ja, was ist mit der psychischen Gesundheit jetzt von den Menschen während Covid, was machen wir damit, habt ihr euch das überlegt? Ja, wie ist das jetzt, wenn ich jetzt als HR-Professional oder wie auch immer Führungskraft mir denke, okay, da müssen wir uns aber echt was dazu überlegen, dies und das brauchen wir eigentlich oder brauchen meine MitarbeiterInnen eigentlich. Nur dann ist halt die andere Sache, wieder das zu kommunizieren an Führungskräfte oder das C-Management. Hast du da irgendwelche Tipps dafür, wie man das gut angehen kann? Ja, klar, das ist ja was ich jetzt in meiner aktuellen Rolle natürlich auch super viel... Also was so ein Erfolgsfaktor ist, ne? Wenn man das gut kann, seine Themen so nach,
nach oben transportieren, ist auf jeden Fall hilfreich. Und ich glaube, da gibt es auch kein One-Size-Fits-All, weil eher so ein strategisches Influencing, würde ich sagen, wichtig ist. Also ich kann mich fragen, welchen Kanal mag die Person, bei der ich was erreichen möchte, am liebsten. Es gibt Leute, mit denen kann man wirklich gut sagen, komm, lass noch mal einen Kaffee trinken gehen oder mal zum Mittagessen gehen und dann vermeintlich beiläufig was fallen lassen. Und es gibt andere, die schon gerne, weiß ich nicht, eine PowerPoint-Slide so irgendwas sehen am Ende, ne? Weil man dann zeigt, ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Wieder andere finden es gut, wenn man auch vorher mit anderen, also wichtigen Stakeholdern gesprochen hat und sagen kann, das ist vorsozialisiertes und schönes Wort, was ich bei der Telekom gelernt habe. Und immer mich auch fragen, was ist denn gerade das, was die anderen bewegt? Wann ist also ein guter Zeitpunkt oder welche Vokabeln kann ich einbauen, um zu sagen, hey, das zahlt ein auf das, was du vielleicht gerade ohnehin erreichen möchtest. Möglichst konkret sein ist, glaube ich, wichtig. Ganz oft wird viel, viel gemeckert, dass das, also zum Beispiel Meetingkultur, ja, die Meetingkultur, wir treffen und wir haben zu viele Meetings. Und wenn dann jemand einen konkreten Vorschlag macht und sagt, können wir vielleicht mal für 4 Wochen ausprobieren, unser Meeting so und so zu strukturieren oder das und das mal wegzulassen, gucken, was passiert und dann, ne, sprechen wir in 4 Wochen nochmal. Sowas ist, glaube ich, kommt immer besser an als also als nur zu nörgeln, würde ich sagen. Und auch da so ein Co-Createn. Also ich habe auch mit Führungskräften erst grob meine Vision zum Thema Vielfalt geteilt und dann gemeinsam überlegt, wie müsste das denn aussehen, damit das für euch also als Business Unit interessant ist. Ne? Welche Themen daran sind für euch wichtig? Was könnten Ziele sein fürs Jahr, die für euch relevant sind? Also auch da nicht einfach mit meinem Thema stur durch die Flure ziehen. Ich finde übrigens bei solchen Sachen auch immer ganz wichtig zu gucken, dass man die Leute auch wieder, wenn neue Themen dazukommen, entlastet. Weil das wird auch gerne mal vergessen, weil man in einer übergroßen Begeisterung für ein Thema steckt und sagt, komm, wir engagieren uns jetzt hier noch ein zusätzliches Projekt. Und dieses Loslassen, dieses Abmoderieren von Themen, dieses konsequente Depriorisieren, vielen sehr schwer fällt. Und deshalb habe ich es zumindest schon erlebt, dass ich selbst bei Themen, die ich eigentlich mega gut fand und total Lust drauf hatte am Anfang, hinterher zu einem Belastungsfaktor geworden sind. Und das ist auch, wenn ich so nachdenke, eines der Hauptprobleme in Veränderungsprozessen, dass es so viele mal on top kommt. Ja, nochmal das Schäufelchen quasi obendrauf. Ja. Weil du vorhin auch Vielfalt angesprochen hast, Katrin. Dazu eine Frage von Yannick, der selber Yannick, mit den guten Fragen. Also Diversität auf, ja, ich weiß nicht, jetzt gibt es natürlich einen unterschiedlichen Diversitätsbegriff oder Definition oder jeder sieht das oft mal anders. Hier geht es eher darum, um eben die jetzt weniger akademisierte Berufsgruppen, die jetzt nicht im Büro arbeiten zum Beispiel. Also Janik hat da eben den Eindruck, dass Resilienz oftmals gerade jetzt ja, Büromenschen betrifft und dass jetzt nicht viel eingegangen wird auf naja, auf andere, auf Leute, die vielleicht im Geschäft stehen, die jetzt eigentlich nicht immer am Laptop sind. Habt ihr, also ihr alle, ist eine Frage an alle Panel-Teilnehmer, habt ihr da Beispiele, wie man jetzt auch diese nicht-akademischen Berufsgruppen gut erreichen kann oder welche Angebote es da braucht, um ja, um diesen Leuten weiterzuhelfen und die Resilienz zu stärken? Also ich würde tatsächlich nochmal mit der psychischen Gefährdungsbeurteilung antworten. Das klingt so staubig, aber wenn man das gut macht, ist das eigentlich echt eine tolle Methode, weil das genau nach ja, verschiedenen Belastungsfaktoren fragt. Also zum Beispiel, könnt ihr mich okay hören, jetzt gerade so angefangen zu regnen? Okay. Naja. Zum Beispiel habe ich das mal mit einer Bank zusammen gemacht und da ging es auch um die Leute, die in der Beratung, in den Filialen gearbeitet haben und so weiter. Und Leute, die in den Büros gearbeitet haben. Und am Ende war eine große Belastung so Zugluft, ja. Und da hatten sich schon öfter mal Leute darüber beschwert, dass es ständig zieht in dem einen Büro. Und das wurde aber so als Meckerei abgetan. Dann konnten wir sogar zeigen, dass in diesem einen Standort mehr Lungenerkrankungen sogar waren und mehr Erkältungen und sowas. Und dass das ernsthaft ein Thema war. Die anderen hatten ein Riesenthema mit der Kaffeemaschine, wer die sauber macht und wenn die kaputt ist, was dann damit passiert und warum, wenn das da Entscheidungen zu gibt zur Kaffeemaschine, sich da keiner dran hält. Und sowas war, klingt irgendwie banal, aber war total, also haben sie alle gefreut, als gesagt wurde, das lösen wir jetzt mal wirklich das Thema. Und das können dann auch ganz andere Sachen sein. Das kann sein, wie ist der Pausenraum gestaltet oder
Wir haben zum Beispiel auch in der Logistik dann mal die Schichten so verändert, dass Menschen, also Gläubige, Muslime zum Beispiel zur Ramadan-Zeit beten konnten und so, ne, so ein Schichtsystem angepasst. Also auch da eher dieses individuelle Fragen und dann anpassen. Ich finde auch das Thema Lärm ist zum Beispiel voll das große Thema, was ja auch gerne mal trivialisiert wird. So wie ist der Geräuschpegel da, wo Menschen arbeiten, gerade auch wenn sie zum Beispiel sich wenig zurückziehen können im Kundenverkehr oder weil sie was produzieren, wo schaffe ich dann vielleicht auch den Raum, wo ich mal eine halbe Stunde sitzen kann in meiner Pause und meine Ruhe habe und nicht noch irgendwie irgendwo in der Ecke neben der Maschine und da mein Brötchen essen muss. Und ich kann da nur eigentlich im Grunde nur unterstützen und wiederholen, was Katrin sagt. Das klingt immer so simpel, aber dahinter steht ja auch eine Haltung. Und für die Leute ist es auch voll wichtig, dass sie sehen, okay, es interessiert jemanden, was ich hier sage. Und es sind halt nun mal einfach auch manchmal die einfachen Dinge. Es ist genauso wie wenn der Kaffee scheiße schmeckt. Also da müssen wir noch nicht mehr über das Saubermachen reden, wobei das ja auch zusammenfallen kann. Aber so dieses, wir sehen euch, wir nehmen euch ernst, und wir gucken, dass wir diese vielen kleinen Belastungsfaktoren, die dann eben doch individuell Sand im Getriebe sind, wieder rausnehmen. Ja, und vielleicht auch eben so eine, dass man überhaupt einen Einfluss hat auf das, was mit einem so geschieht. Man weiß ja auch, dass Überstunden per se jetzt nicht sofort belastend sind, aber dann umso mehr, wenn man nicht beeinflussen kann, wann sie sind. Ne? Also wenn ich nicht entscheiden kann, wann ich länger bleiben muss, zum Beispiel im Büro oder was der, wann die Nachtschicht ansteht oder sowas, ist viel belastender, als wenn ich da so einen Einfluss drauf habe. Ob überhaupt Nachtschichten ist, mag ja auch so sein, dass ich eher Late Bird bin und jemand anders ist eher Early Bird und man muss nur mal drüber gesprochen haben oder dann irgendwie einigermaßen fair verteilt als Team oder irgendeinen Einfluss darauf hat, ne? So, oder zumindest ab und zu sich mal aussuchen darf, wie man es macht. Ne? Ja, und auch bei Überstunden, wenn es nicht gesehen wird. Ja. Oder nicht wertgeschätzt wird oder auch das Gefühl von hier ist was unfair, kann Menschen so viel Energie nehmen. Ja. Das ist auch meine Erinnerung. Gerade wenn Sachen unfair laufen, das ist so eine Energie, das zieht so viel Energie bei den Leuten und einfach mal wirklich, ja, wenn auch jemand von der Management-Ebene oder Führungskraft oder einfach nur, ja, der Schichtleiter oder wie auch immer sich hinsetzt, zuhört, das ernst nimmt und dann irgendwie auch nur eine kleine Veränderung angestoßen wird oder irgendwas umgesetzt wird. Da habe ich auch manchmal Klienten, die freuen sich dann super mäßig darüber, ne, dass da jetzt irgendwie was passiert ist und es war eigentlich nur eine Kleinigkeit, war für den Schichtleiter eigentlich eine easy Sache zu machen und hat aber ein riesen Potenzial auf Mitarbeiterebene dann. Ne? Aber es wird halt oft im Alltag dann irgendwie übersehen und nicht gemacht. Ja, mit Blick auf die Zeit würde ich zur letzten Frage gehen. Mich hat nämlich interessiert natürlich die Zukunftsprognose auch ein bisschen. Vielleicht mehr eine Frage natürlich für Svante und Katrin. Was denkt ihr, was jetzt Unternehmen in den nächsten Monaten oder vielleicht auch nächstes Jahr beschäftigen wird? Katrin ist noch gemutet, da fange ich an. Aber ich mache schnell. Ich will auch nicht alle Themen vorwegnehmen. Aber ich glaube, der Druck wird gerade wieder höher. Oder schon seit einigen Monaten, was Rohstoffmangel angeht, was Inflation angeht, was die Zinssituation angeht. Das macht Druck auf Unternehmen, das macht aber auch Druck auf Menschen, das macht auch Druck auf das Gefühl, kann ich mir mein Leben in dem Sinne noch leisten, weil, soweit ich festgestellt habe, sind die Löhne nur selten um denselben Betrag gestiegen wie die Preise. Das ist auf jeden Fall ein Faktor und auch wichtig, dass man da in dem Druck dann nicht die Sachen, die man positiv angestoßen hat, wieder zurückrollt aus alten Mustern heraus. Und ich glaube, dass, wenn wir aufs nächste Jahr gucken, die sachgemäße Nutzung von KI wird ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit werden von Menschen, die im Büro sind. Und das ist etwas, das man neu lernen darf und das kann viele Leute echt abhängen und die Resilienz sehr herausfordern. Und ich bin mir sicher, dass wir das jetzt noch gar nicht einschätzen können, wie das den Arbeitsalltag verändert. Aber ich bin weg von meinem ursprünglichen Gefühl, das ich vielleicht vor einem halben Jahr noch hatte, so, ja, das ist wie googeln, das werden wir schon alles irgendwie, Internet haben wir ja auch überlebt. Ich glaube, der Impact könnte höher sein und auch viel erschreckender, weil es dann eine größere Trennung gibt zwischen Leuten, die sich da jetzt schon reinnörden und Menschen, die eigentlich gar nicht wissen, wofür KI steht. Ja, dem würde ich zustimmen. Das Thema weiterhin so Vielfalt, Fairness, Lieferketten, also durch die Gesetze, die sich verändert haben. Also wir merken,
dass vor Vertragsabschluss ganz andere Sachen gefragt werden, dass InvestorInnen ganz andere Sachen fragen, dass also dass man mehr beweisen muss, also der Druck auch darauf, Dinge zu publizieren als Unternehmen und nicht nur dann in irgendeinen Fragebogen einzugeben, steigt. Also das sind so ganz interessante Entwicklungen. Und ich bin immer noch, also ich weiß nicht, vielleicht ist das die Psychotherapeutin in mir, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir schon auch noch mal vor so einem Mental Health Kollaps irgendwie stehen, weil ich schon das Gefühl habe, dass sehr, sehr viele Menschen sehr belastet sind und irgendwie ich mich immer frage, wann kommt der Moment, wo das irgendwie nicht mehr geht, ja, wo dann tatsächlich, also man kann ja als Unternehmen abbauen und Stellen abbauen und Arbeit irgendwie noch enger machen und noch enger machen und dann fallen halt immer mehr Leute raus, aber ich habe das Gefühl, dass selbst die mit so einem Druck gut umgehen können, da sind wir wieder bei Resilienz, auch ein Zahnfleisch laufen. Also ich kenne also nicht so viele, die sagen, bin auch eigentlich ganz entspannt im Moment und frage mich immer, was da unsere Gesellschaft noch tun muss, dass wir das in den Griff bekommen. Ja, ich habe da aber keine Lösung, ne? Also ich bin da eher besorgt. Weil natürlich auch die Veränderungen ja auch immer komplexer werden und diffuser und viel weniger vorhersehbar, ja, also so dieses, man weiß ja teilweise, also man hat ja teilweise überhaupt keine Idee, was da vielleicht noch kommen könnte, gerade ja auch mit KI und alles, kann sich an alle möglichen Richtungen entwickeln und gerade so diese unterschwellige, diffuse, ja, Angst, die da vielleicht auch bei dem einen oder anderen vorherrscht, ist ja auch, ja, kräftezehrend, zermürbend über die Zeit, ne, und ja. Und wir wissen ja auch noch nicht, was in der Ukraine weiter passiert. Das muss man dazu leider auch sagen. Ja. All die Situationen um uns herum, das Weltgeschehen beeinflusst uns natürlich auch dann. Ja. Schönes Depri-Ende. Ja, das vielleicht soll ich doch noch ein Zitat aus dem Buch. Wer gehofft, dass er hier mit guter Stimmung rausgehen kann. Ach, schön. Noch ein schönes Zitat. Ja, was ich letztens noch gehört habe, ich war habe einen Vortrag zu positiver Psychologie gehört. So, na, Optimismus ist am Ende doch gut, weil ansonsten würde man ja nie in Aktion kommen. Es braucht ja einen gewissen Optimismus, um einen Schritt nach vorne zu machen. Wenn man denkt, das würde schief gehen, wenn man den Schritt macht, dann würde man ja einfach immer stehen bleiben. Von daher, das fand ich irgendwie nochmal ganz schön, Optimismus mit so einem Schritt nach vorne zu verbinden und Aktionen und am Ende, glaube ich, ja, ausprobieren und irgendwie dranbleiben. Naja, danke, und wenn Katrin, wir optimistisch enden wollen, dann könnte ich auch sagen, ich finde es auch gut, dass wir uns darüber unterhalten und dass wir hier tolle Menschen dabei haben, die sich auch für das Thema interessieren und die uns zugehört haben, weil vor 10 Jahren war das ja jetzt nicht so ein Thema, über das man überhaupt nachgedacht hat. Ja, das stimmt. Resilienz ist ja jetzt erst eigentlich groß in der Diskussion. Von daher, ja, und ich kann mich da direkt anschließen. Danke, Katrin, dass du mich gerettet hast, auch mit dem positiven Ende. Und jedenfalls will ich mich bei allen bedanken, genau, die zugehört haben und die sich damit uns auch sehr aktiv ausgetauscht haben zum Thema Resilienz und ja, tolle Fragen gestellt haben. Also danke dafür. Zu Birgit noch. Wir haben ja aufgezeichnet und das kriegt ihr dann auch im Anschluss. Müssen wir noch gucken, wie, aber ihr bekommt es. Läuft ihr hier mit? Und ja, dann darf ich mich bei euch bedanken. Ja, danke Katrin, Sandja und Patricia, dass ihr dabei wart. Und dass ihr Lust hattet, eine Diskussion mit uns zu führen. Freut uns immer sehr. Danke dafür. Ja, und wir haben übrigens noch im Oktober einen HR Summit. Also für alle, die jetzt dabei waren, vielleicht interessiert euch das auch. Wir besprechen wieder spannende Themen aus der HR-Welt. Es geht auch um KI. Passend dazu, nämlich auch um diesen bisschen Tanz zwischen Mensch und Maschine, der ein harmonischer Tanz sein soll. Spannender Vortrag, fällt mir zu diesem Thema auch ein. Also meldet euch gerne auch an, wenn euch das jetzt ein bisschen interessiert hat aus der Diskussion heraus. Ja, ansonsten würde ich sagen, habt einen schönen Abend. Und ja, nochmal Dankeschön, dass ihr alle dabei wart. Vielen Dank ebenfalls. Und danke für die HörerInnen und für die Emojis, die wir hier gerade noch abräumen durften. Ciao, ciao. Ciao, vielen Dank.